Warte. Nee, guck, pass auf, so, da war ich da bei so einer Besichtigung, ne, und das war eigentlich auch alles normal, bis ich da dann geklingelt hatte und dann so eine leicht bekleidete Frau mit russischem, mit sehr stark russischem Dialekt an der Tür stand. Nö. So, hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schurke. Ich nehme jetzt einfach schon mal auf, auch wenn Marcel noch ein bisschen länger braucht. Es ist das letzte Mal ein bisschen was passiert. Ich erkläre das gleich alles, wenn auch Marcel seine Aufnahme macht. Auf jeden Fall haben wir jetzt doppelte Items. Also nee, Marcel hat doppelte Items, aber es bringt uns eigentlich eh nichts. Also was passiert ist, erklären wir euch gleich. Jo, ich bin so. Jetzt auf jeden Fall soweit. Okay, sehr schön. Gut, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sugar. Hier sind wir. Marcel ist gestorben. Und zwar waren wir beide halt hier in der Höhle. Ich stelle gerade so die Öfen auf und auf einmal attackieren uns halt Skelette und wir killen die. Der Server laggt. Ich schlage die ganze Zeit auf das Skelett drauf und auf einmal ist Marcel tot. Von mir gekillt worden. Keine Ahnung, wie das jetzt passiert. Ich habe halt die ganze Zeit auf das Skelett geschlagen. Wahrscheinlich hat Marcel sich noch bewegt oder so und durch den Serverlag stand halt wahrscheinlich irgendwie vor mir. Er hatte ja nur die Brustplatte an und so und deshalb ist er wahrscheinlich auch mit 2-3 Schlägen tot gewesen. Naja, jetzt wurde er aber auf jeden Fall wiederbelebt und er hat komischerweise, obwohl ich Sachen von ihm aufgesammelt habe, sieht man hier diese Brustplatte und so, hat er trotzdem auch noch alle Sachen bei sich. Naja, das Eisen bringt uns jetzt eigentlich eh nichts, weil wir hatten jetzt eh genug. Nur ich will jetzt, keine Ahnung, willst du deine Sachen wegschmeißen und ich soll dir meine geben oder so? Keine Ahnung, wie machen wir das jetzt? Nö, ich hab ja alles. Ich brauch ja nicht deine Sachen. Also ich würde jetzt nur gleich die doppelten Sachen, die ich ja, wie zwei Holzschwerter, die würde ich dann loswerden. Ja, dann werf das weg, weil ansonsten hab ich ja dann noch das Eisen. Ja jo, gut, passt jo. So. Warte, ich sammle hier nur die Kohle. Ich hab kein Holz. Ich bräuchte eine Workbench, damit ich hier ja, warte, ein bisschen geilen Scheiß machen kann. Oh Gott, da war eine Hexe und die hat mich gerade abgeschossen und ich hab mich auf Holz. Mit Vergiftung, oder? Nee, hat nicht getroffen. Marcel, wo bist du denn? Ich bin unten. Okay. So, was brauche ich denn alles nicht? Also wir haben so richtig viel Essen, ne? Wenn du... Och, dann gehe ich jetzt halt raus und mach mir Holz und hol mir Holz, wenn du zu lange brauchst. Das gibt's ja nicht. Ja, wir sind alleine auf dem Server, sehr schön. Okay. Mann. So. Ja, was denn? Ich bin jetzt wieder da. Toll. Komm jetzt wieder hoch. Du Muschi. Ja, dann geh zu den Öfen. Und hol das ja, Eisen raus. Ich will gleich für uns beide Full Iron Rüstung machen. Also wir werden uns jetzt wahrscheinlich echt nur noch, keine Ahnung, ein paar haben auch in die Kommentare geschrieben von der ersten Folge jetzt. Wir sollen uns auf jeden Fall mehr ausrüsten, weil wahrscheinlich dann alle halt so voll viel Kram. What the fuck, warum ich das. Also ich wie viel Fleisch gemacht, ja, wir haben! Ja, das ist geil, ne? Aber gib mir bitte auch was davon, weil ich habe jetzt nur 10 Stück. Ich habe 5 Stück. Ich werde jetzt nicht da drauf klicken, sonst wäre ich blöd. So, wie viel hast du? 5. Okay, ja, dann nimm du das erstmal. Also wir werden uns wahrscheinlich doch jetzt noch ein bisschen ausrüsten, weil das Problem wird sein, das haben mir viele geschrieben, dass die anderen wahrscheinlich halt alle auf Verzauberung und den ganzen Scheiß gehen, werden wir dann halt gar keine Chance mehr haben. Ja, das Einzige, was wir bräuchten, wäre halt ein Diamant vorkommen, dann wären wir eigentlich schon... Ja, Diamant für einen Enchanter und wenn wir einen Enchanter haben, ist eigentlich eh schon alles gegessen. Wir könnten aber eigentlich auch in den... Ja, wir bräuchten halt eine Diamantspitzhacke und 2 Diamanten für einen Enchanter. Ja, der ist doch gar nicht mehr drauf. What the fuck? Diese Plugins hier, ey. Für einen Enchanter und Fast dann halt... Fast Tags wären gut für mich, wenn du mir die restlichen... Ja, dann nimm du dir die restlichen. Ja, mach das so, dann liege ich noch Schwein. So, ich hab noch 8 Eisen, warte, hier, bitteschön. Danke. Und dann, hier ist noch nee, ich geb dir jetzt einfach mal alles Eisen, mach dir mal eine volle Rüstung, bitte. Jo, war da. So, ich hol mir, ist oben irgendwo Wasser oder so? Ich hab ja leider keine Meme-Lab, das ist voll die Umgewöhnung vom Battle her. ich will auf jeden Fall, in den Höhlen finden wir unten auch Wasser, oder? Komm, dann lass uns einfach hier nach unten in die Höhle gehen, da geht's doch noch weiter runter, oder? Ja. Da war sogar Wasser, direkt neben der Lava. Hier unten. Guck mal, ach, hier da ist doch schon Lava. Da. Da ja, ist warte, Wasser. Dann nehme ich mir gerade Wasser. So. Ein Wasserheimer ist, glaube ich, ganz praktisch. Praktisch, mein Junge. Ich will mir dann auch ganz gerne noch eine Eisenspitzhacke machen. Ich habe noch ein paar Süppchen. Also Spinnenauge brauche ich nicht, ne? Nee, brauchst du nicht. Marcel, wenn du jetzt Eisen hättest. Du brauchst danke. Brauchst du auch eine Spitzhacke aus Eisen? Ich habe eine Steinspitzhacke, aber nur eine. Also eine zweite wäre ganz cool. Dann mache ich für uns beide 2 Eisen... Nee, einfach eine Eisenspitzhacke. Für mehr reicht's nicht. Oder hast du noch Eisen bei dir? Da liegt ich habe dir alles gegeben eben. Okay, dann haben wir doch nicht so viel Eisen, wie ich dachte. Ja gut, dann... Ja, aber es ist eine komplette Ausrüstung gebracht. Ne? Ja klar, passt. Doch. Dann so, gehen wir jetzt einfach noch, runter in die Höhle und suchen Diamanten. Und dann so. Such mal Gegner. Ja, kurz abbauen.
Ich habe noch eine Iron Chestplate. Naja, mal schauen, wofür wir die gebrauchen können. Da ging es noch runter, meintest du? Nein, ah. Du kannst auch einfach hier links gehen, ohne Fallschaden zu kassieren. YOLO. Naja. Okay, Fackeln habe ich ja extra gemacht. Oh, hallo! Achtung, halt dich von mir fern, wenn ich auf Zombies gehe. Ich bin schon weg. Nicht, dass auf einmal wieder so leckt und wir merken das nicht. Achtung! Oh. Ja! Wow! Scheiße. Das war jetzt ein Leck, das war einfach ein Versehen. So. Ich habe ein Schießpulver, aber das bringt uns ja hier nichts, weil wir ja keine Waffen machen. Lass uns noch ein bisschen. Okay, hier geht's nicht mehr weiter. Ich nehme auch einfach noch ein bisschen mit, falls wir mal was brauchen. Weil ein bisschen können wir immer gebrauchen für Eimer und so. Und falls wir uns auch mehr fürs Schatten machen. Ein Amboss, wenn wir uns mal. Ein Sattel brauchen wir nicht. Wofür? Für Pferde, ne? Ja, natürlich. Dann können wir wegreiten. Voll episch wegreiten. Ist eigentlich voll die gute Idee. Behalt den Sattel. Hast du zwei oder nur einen? Ich habe nur einen aus dem Monster-Spawner, den wir am Anfang gefunden haben. Okay, okay, dann behalt es. Behalt den auf jeden Fall, ja. Behalt den. Ich mach uns mal, ich versuch mal. Ich glaube, Pferde bringen aber auch in einem Kampf das. Ich glaube, Pferde bringen wirklich auch in einem Kampf gar nicht so wenig, weil wenn du auf dem Pferd sitzt, kannst du schlechter gehittet werden, ne? Hast du mal zwei Eisen für mich? Ja, genau, zwei Stück. Ja, cool, weil dann kann ich uns zwei Feuerzeuge machen, die werden uns bestimmt auch. Das wahrscheinlich auch, ja. So, zack, zack. So, komm her. Mein Warte, Bruder. Ich bin ein bisschen weiter oben. Ja, ich hab dich schon so. Jetzt brauche ich das Feuerzeug eh noch nicht. Ich habe noch vier Leder. Leder brauchen wir nicht, oder? Hast du einen Bogen? Nee. Ich hatte eben einen, aber den habe ich weggeschmissen gehabt. Der ist, wenn du jetzt noch deinen anderen gehabt hättest, dann hättest du ihn halt reparieren können und so, ne? Naja. Ich schmeiß wir können ja auch einen neuen machen. Ich habe auf jeden Fall noch Strings. Ich schmeiß Seeds weg, Leder weg, die Music-Disc. Die will ich irgendwie nicht wegschmeißen, die Musik-Disc. Arthur, und ich habe Diamant-Horse-Armor. Das ist voll geil, ey. Dann können wir tatsächlich ein Pferd voll ausrüsten. Das wäre echt episch, ne? Oh, danke für den Sattel. Wie ist das jetzt? Willst du das so machen? Soll ich die CD wegschmeißen oder wollen wir die Musik hören? Wofür? Ach, schmeiß die weg, ganz ehrlich. So, dann habe ich noch schwarze Wolle. Brauchen wir auch nicht, oder? Oh, doch, obwohl, falls wir alleine auf dem Server sind. Nee, ich hab... Nee, brauchen wir nicht, nee. Gut, dann ganz ehrlich, wir finden auch Schafe immer wieder. Du willst doch nicht wirklich schlafen in der Nacht. Ich glaube, wir werden sogar eher in der Nacht draußen rumlaufen, um Level zu farmen. Ich hab noch vier Strings übrigens, also für die von den Spinnen. Ups. Dann nimm du dir hier auch noch einen Wassereimer bitte bei dem Wasser, was da ist. Ja, ich schmeiß ja nur gerade das Spinnenauge weg und das, die Wolle. Und Lava-Eimer wäre eigentlich auch leicht geil. Warte. Ja, ich habe nur keinen Eimer. Warte, dann, ich habe aber. Wir haben ja jetzt Eisen, dann könnten wir nochmal schnell was brennen und da gleich die Lava rausnehmen, die da runterfließt. Warte hier. Hätten wir zumindest schon mal einen, so, warte. Warte, wie viel Eisen wir einfach schon wieder haben. Das ist voll geil. Geil! Warte da, pack da nochmal Kohle rein. Ach, warte. Hast du nicht selber? Hab schon. Wow, so schon, alter Digga. Ey. Digga, yalla, schwer. Ey, walla. Walla, Brother, ja. Aber Dominik, hast du eigentlich eine Freundin? No comment. Wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Irgendwo in Hamburg, ne? Ich fahre einmal im Monat geschäftlich nach Hamburg. Und da haben wir Workbench. Uns, der Marcel und ich, haben wir uns am Kiez und so. Kennst du den Kiez, Marcel? Ne. Übrigens, ich habe keine Wohnung. Workbench. Achso, dann hole ich von oben. Deine baldige Wohnung ist am Kiez. Ja, ist so. Ernsthaft jetzt? Jo. So ein Spaß. Ohne Scheiß, ich war mal bei einer Wohnungsbesichtigung, als ich mir eine Wohnung gesucht habe und ich hab's einfach nicht gecheckt, erst so als es zu spät war praktisch, als ich schon da zu dem Termin zugesagt hatte. Da ist eine Kellerassel, ne? Ja, pass auf, dass sie dich nicht in die Lava schubst. Sollen wir uns da runterkramen und gucken, ob es irgendwie zum End geht oder so? Zum End? Wo? Ja, zum End. Stell dir mal vor, wir finden das End und besiegen den Ender Dragon. Lass uns das mal ins Ziel setzen. Ja, die sind doch eigentlich, glaube ich, echt in der Nähe von... Oh, jetzt habe ich die Workbench von oben geholt und du hast schon lange einen. Ich habe aber echt nicht mehr so viel Holz. Wir müssen uns auf jeden Fall, wenn wir... Ich will. Kann ihn nicht aufsammeln. Ich auch nicht. Jetzt habe ich sie. Ach, du ich hab den falschen Eimer. Wolltest du gerade Schwuchtel sagen? Mach den Mund zu, wenn du mit mir redest. Warte. Nee, guck, pass auf. So, da war ich da bei so einer Besichtigung, ne? Und das war eigentlich auch alles normal, bis ich da dann geklingelt hatte. Und dann so eine leicht bekleidete Frau mit sehr stark russischem Dialekt an der Tür stand. No comment. Es war einfach eine Keller, also eine Souterrain-Wohnung und die war unter einem Puff.
Aber das war halt nicht so, das war jetzt nicht so das Vergnügungsviertel, das war voll das normale Wohnungsviertel, ne? Ja. Wo war das denn in Hamburg? Also in Hamburg jetzt? Nicht in Hamburg, okay. In meiner Stadt, ey. Das war voll, ohne Scheiß, das war eigentlich so voll der gemütliche, da war alles perfekt. Da war ein Lidl in der nächsten Straße, ansonsten war das voll die ruhige Wohngegend. Das, aber, das war einfach der Keller von einem Puff. Also der ausgebaute Keller von Puff. Da war oben drüber einfach ein Puff. Einfach so? Ja. Und ich bin auf mein Leben nicht mehr klargekommen, ey. Wir können ja so ein paar Real-Life-Stories erzählen. Ich bin einfach nicht mehr drauf klargekommen. Aber hier könnten wir noch lang gehen. Weil ich eine Wohnung besichtigt hatte. Naja, aus einer auf einer Wohnungsbesichtigung wurde dann. Naja. Nicht, dass du mir denkst. Komm, wenn du schon da bist, dann kann man das auch ausnutzen. Was bist du denn für einer? Nee, du bist kein Mann. Pass auf. Also erstmal. Brauchst du noch Wasser? Erstmal, ich weiß nicht, wie du das machst, aber normalerweise, also für alle, die jetzt vielleicht auch in Zukunft eine Wohnungsbesichtigung oder so machen wollen, bei einer Wohnungsbesichtigung nimmt man normalerweise am besten irgendwie ein paar Freunde oder so mit. Oder vielleicht auch die Eltern. Bei mir waren es die Eltern, weil das Ding ist einfach, dass mehr Augen einfach mehr sehen, irgendwelche Mängel oder so, ne? Und da waren halt einfach auch noch meine Eltern dabei bei dieser Wohnungsbesichtigung. Ohne Scheiße. Oh, hier geht's hoch. Nee, hier ist auch nichts. Wir sind echt zu faul zum Strip, Mann. So, sind wir. Ich habe echt keinen Bock, Strip zu meinen. Das will ich nicht meinen. Ich will einfach irgendwie so eine geile Höhle finden. Ich meine, wir brauchen ja nicht so viele Diamanten, oder sollen wir Strip meinen? Es dauert dann aber ewig, bis wir was finden, oder? Lol. Ja, was ist denn hier? Hab ich mich gerade gefragt. Waren wir hier schon? Nein. Wir waren hier doch gar nicht. Ich werde in 60 Sekunden übrigens gekickt. Das ist ja voll scheiße. Ey, hier war schon jemand anders. Hier hat jemand diesen Gang hat jemand gerade zugebaut, weil er nicht da durchgehen wollte wieder. Ja, du wirst auch gleich gekickt. Geil. Lol. Dann machen wir nächste Folge auf jeden Fall direkt weiter. Ja, nein, und wir machen jetzt Stopp, gucken uns alle Folgen an. Ja, und gucken, wer hier war. Sollen wir einfach Lava hinmachen? Du hast doch den Lava-Eimer, ne? Ja. Nee, machen wir jetzt nicht. Ohne Scheiße, ich glaube, hier werden wir nächste Folge Diamanten finden. Das ist voll das geile Höhlensystem. Lass es machen, okay? Lass auch einfach dem anderen, der hier lang wollte, das Eisen wegfarmen, okay? Ja, ich nehme hier das Eisen mit. Okay, machen wir es so. Aber das ist ein richtig cooles System. Da unten sind Fackeln. Echt, dann war da doch jemand. Och, scheiße, was ist, wenn da jemand Diamanten geklaut hat oder so? Genommen hat. So, dann warten wir, bis er spawnt. Aber wenn wir dann aufjoinen, dann können wir doch auch erstmal 30 Sekunden lang nichts machen. Das ist die Scheiße, ne? Wir sneaken einfach und warten, bis er. Dann verlieren wir aber voll viel Aufnahmezeit. Was auf Aufnahmezeit? Gut, ich bin gekickt. Okay, ich werde auch gleich gekickt. Ich schau mal noch kurz hier. Ja, hier sind überall Fackeln. Scheiße, Mann, das wurde hier schon ausgekundschaftet. Fuck. Ja, okay, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge mal gucken. Und vor allem, weil da keiner Eisen abgebaut hat, denke ich mal, dass derjenige auch einfach Diamanten haben wollte. Schade. Ich werde immer noch nicht gekickt. Voll geil. Ja, das stand doch gerade in 60 Sekunden, oder nicht? Ja, und da steht jetzt Exorcist in einer Sekunde gekickt und ich wurde nicht gekickt. Okay, jetzt. Das Flaggens, ey. Okay, wir sehen uns nächste Folge wieder. Ciao. Tschüss.